Warum machst du das, Lisa? Ich bin doch deine beste Freundin und wir haben uns doch immer gut verstanden. Und jetzt nimmst du mir Jonas weg. Ich musste lange kämpfen und es war doch nicht einfach. Du hättest jeden haben können. Warum hast du mir das angetan? Ich hasse dich. Ich habe genug Probleme, schulisch und so. Und jetzt habe ich fast gar nichts mehr. Das Leben ist einfach scheiße. Du nimmst mir das Beste, was ich habe, hast mir nichts gelassen. Gar nichts. Ich habe ihn verloren und dich auch. Es ist auf einmal alles so sinnlos. Wir kennen die Ursachen unseres Glückes, aber die unseres Unglücks nicht. Komm, lass uns ein wenig spazieren gehen, wie ich sehe. Bist du todunglücklich? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir miteinander reden. Ja, sag ich mir, lebe ich also nur, wenn ich frage, oder frage ich nur, wenn ich lebe? Seit ich am Leben bin, habe ich Fragen. Vorher hatte ich keine und nach dem Ableben werde ich vermutlich keine haben. Sieh mal. Der Sinn meines Lebens scheint mir darin zu bestehen, hinter den Sinn meines Lebens zu kommen. So betrachtet ist es doch lohnenswert, zu leben. Das Leben ist doch eigentlich total sinnlos. Je mehr ich lerne, umso mehr habe ich Angst vor der Zukunft. Weil ich denke, dass vieles von dem auch sinnlos ist. Und irgendwann mache ich dann Abitur und ich weiß nicht, was danach kommt. So viele Fragen und so wenig Antworten. Was macht denn das eigentlich für einen Sinn? Und wer sagt mir, warum die Blätter grün sind und wie das Wasser in die Krone eines 20 Meter hohen Baumes kommt? Und warum bleiben Wolken am Himmel, wenn sie doch voller Wasser sind? Ich glaube, ich kann das Wissen nicht anwenden. Es ist mir zu abstrakt. Ja, ich sehe zu, alle Anforderungen zu erfüllen. Es jedem Lehrer recht zu machen. Ich muss Dinge lernen, die ich im Leben nie brauchen werde. Ich laufe durch die Stadt, durch leere Straßen, ohne Ziel. Ob ich das tue, ob ich hier bin oder nicht, es ist völlig egal. Jeder Tag ist gleich. Nein, ich will auf jeden neuen Tag neugierig sein und den Morgen eines jeden Tages feiern. Ich will dir etwas erzählen. Es war Morgen und ich ging in den Wald. Ich wollte nichts im Wald, aber ich fand Steine. Und ein Stein war ein Faustkeil. Ein Mensch hielt ihn vor vielen tausend Jahren in der Hand. Und dieser Mensch hat etwas angefertigt, was heute noch von ihm zeugt, etwa was mir Gedanken entlockt.
Könnte es nicht möglich sein, dass wir alle etwas hinterlassen, was die Jahrtausende überdauert, nicht nur Nachkommen, die verschwinden? Was willst du mir damit sagen? Was wird schon von mir bleiben? Niemand wird mir nachweinen und irgendwann bin ich Staub. Es wird sein, als hätte es mich nie gegeben. Es ist mir alles zu viel und ich wäre am liebsten gar nicht auf der Welt. Denk nicht, das Leben käme ohne dich aus. Es ist nicht gewohnt, mit Lücken zu arbeiten. Aber ob du etwas mehr bist als ein Lückenfüller, liegt an dir. Da liegt deine Freiheit. Hör mir zu. In der Morgendämmerung atmete ich den Gesang der Heidelerche ein. Ich wusste nicht, ob es die erste Morgenstrophe oder die letzte Nachtstrophe der kleinen Lerche war, aber der Gesang tötete den Zorn über verlorene Zeit in mir. Ob erste Tagstunde, ob letzte Nachtstunde, es ist jederzeit möglich, Entscheidendes zu tun. Sogar noch einen Tag vor dem Tode, sagte ich mir. Aber was bedeutet Entscheidendes tun? Den Tag sinnvoll nutzen, meinst du? Aber wofür denn? Ich habe doch gar kein Ziel, warum soll ich denn etwas tun? Niemand lehrt mich, wie ich meine Talente oder Fähigkeiten erkenne. Also habe ich keine. Was soll ich nur tun? Was soll ich tun? Du sollst das Nützliche tun, wird mir geantwortet. Was ist das Nützliche, frage ich. Das, was der Gesellschaft nutzt, wird mir geantwortet. Nein, sage ich. Das Nützliche ist das, wozu ich Neigung besitze. Aber ich muss es so groß und gründlich tun, dass es die Gesellschaft nötig hat. Ich werde irgendwann ins Leben geschmissen und soll dann das Beste daraus machen. Was bringt es mir, einen Job zu suchen, den ich überhaupt nicht mag? Oder in einem Job zu arbeiten, den ich hasse, in dem ich aber viel Geld verdiene? Welchen Weg soll ich gehen? Wer sagt mir, welches der richtige ist? Und was ist, wenn ich zu spät merke, es ist der falsche? Ich ziehe meine Straße, überschreite die Hügel und hoffe, den schneebedeckten Berg zu erreichen, um auf ihm zu ergründen, was mich da hinauftrieb. Und so geht das immer weiter, ein Leben lang. Und wenn mir ein Weg missfällt, suche ich mir einen neuen und probiere ihn aus. Wie willst du der Gesellschaft nützen, wenn du dir selber im Wege stehst? Hast du dich mal gefragt, wer du eigentlich bist? Welche Rolle du in deiner Familie, im Freundeskreis spielst? Schau in den Spiegel. Wen siehst du da? Den, der du bist oder den, der du sein möchtest? Ich hatte neulich einen ganz merkwürdigen Traum. Mir träumte letzte Nacht, ich war ein Staubkorn, war ewig ein unsichtbares Staubkorn und ich geriet in einen Sonnenstrahl und leuchtete auf. Und als der Sonnenstrahl weiter wanderte, war ich wieder unsichtbar, aber ich war. Ja, du bist und bleibst ein Mensch im Dunkeln, wenn du das Licht scheust. Du wirst nur gesehen, wenn du aus dem Schatten hervortrittst und dich der Welt zeigst. Suche das Licht, denn du bist einzigartig.
Ich bin eine Getriebene. Meine Eltern treiben mich. Die Schule macht enormen Druck und selbst die Freunde machen Stress. Wie soll man das denn auf Dauer aushalten? Jeder möchte, dass ich perfekt bin und noch perfekter werde. Wann habe ich schon mal Zeit, übers Leben nachzudenken? Ich will jemandem helfen, der allen Kummer der Welt hat und Trost sucht, aber wie soll ich denn helfen, wenn ich mir schon selber nicht helfen kann? Wie oft, wenn ich eine widrige Arbeit zu bewältigen habe oder bis an die Knie in Kummer stehe, wünsche ich mir, die Zeit möge rascher vergehen, ohne daran zu denken, dass es meine Lebenszeit ist, von der ich wünsche, dass sie rascher vergehen möge. Aber mach das Gegenteil. Nimm sie in den Arm und geh mit ihr irgendwohin, ohne Worte. Nimm dir die Zeit, es hilft euch beiden. An manchen Tagen flattern die Stunden davon wie Schmetterlinge. Ich denke nicht daran, sie alle einfangen zu wollen, aber einer jag ich zuweilen doch nach, damit ich nicht einen ganz und gar leeren Tag betrauern muss. Was soll ich mich härmen, wenn mir einen Tag kein bemerkenswerter Gedanke aus dem Hirn fährt? Ist nicht auch die Sonne verwölkt an manchen Tagen und kein Licht auf der Turmspitze? Ja, ich will machen, worauf ich Lust habe. Ich will mir nichts von anderen vorschreiben lassen. Ich lebe jetzt und ich will Spaß. Sonst hätte ich nicht gelebt, sondern nur existiert. Und ich möchte geliebt werden. Aber woher weiß ich denn, wenn mich jemand liebt? Wer liebt, darf leben, ohne sich umzusehen. Wer nicht, muss von der Liebe reden und sie von anderen fordern. Kein Baumblatt gleicht dem anderen und kein Mensch gleicht dem anderen, aber auch kein Tag gleicht dem anderen. Jeder hat seine Möglichkeiten und der, an dem ich nicht mehr aus- und einweis und am liebsten sterben würde, ist vielleicht der Tag, an dem ich entdecke, wozu ich hier sein müsste. Wenn ich aus einem Lebenstag keine Erkenntnis holte, habe ich ihn nicht erlebt, sondern verbracht. So viele Menschen, so viele Lebensziele. Aber mein Ziel ist einmalig und niemand außer mir kann es erreichen. Bist du denn gar nicht neugierig? Doch ich möchte reisen. Die Welt kennenlernen, einen Ort finden, wo ich frei sein kann. Wirklich frei. Aber es wäre doch zu schön, wenn es alles so einfach wäre. Täglich gehe ich mit der entspannten Erwartung durch den Wald, dass ich dort etwas sehen werde, was ich noch nie sah. Täglich gehe ich mit der entspannten Erwartung durch den Tag, dass ich einem neuen Gedanken begegnen werde, und dann, wenn die Nacht heraufzieht, weiß ich oft nicht, ob das, was ich tagsüber tat, ein Schritt vorwärts war. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, denn alsbald fährt ein neuer Morgen über den Wald heran und übermorgen werde ich wissen, was ich vorgestern nicht wusste. Liebst du die Natur? Ja, ich gehe gern durch die Wiesen und Wälder, versuche den Duft der Blumen zu genießen. Aber ich habe einfach Angst, dass mir die Zeit, die ich in der Natur verbringe, fehlt, um meine schulischen Verpflichtungen zu erfüllen. Ich denke dann immer nur daran, ob ich das denn auch schaffen werde. Ich versuche, 2 Minuten auf einer Wiese zu liegen. Aber es geht nicht. Wirklich die Natur genießen, kann ich wohl nicht. Thank you.
Wenn ich nicht von Zeit zu Zeit still bin, überhöre ich, was das Leben von mir will und erwartet. Aber schau her, eine Stunde unter einem Baum. Welche Täuschung! Das Gras wächst unter meinen Füßen, die Erde verwandelt sich und jeder Atemzug lässt mich Bekanntschaft mit Lüften machen, die zuvor nicht in mir waren. An unserer Hofmauer lag Lehmsand. Der Lehmsand reizte die Samen der Taubnessel, sich auf ihm zu entfalten. Die Taubnesseln blühten im frühen Frühling. Ihre Blüten zogen Bienen und Hummeln an. Das Gesumm der Bienen und Hummeln wurde für mich zur Musik einer fernen Orgel. Ich schrieb das auf. Das Aufgeschriebene entstand aus dem Lehmsand an unserer Hofmauer. Oder jeder Morgen ist anders und sei es nur die Rebenranke, die über Nacht wuchs und diesen Morgen in meinem Fenster sichtbar wurde. Und ist der Zwergginster, der gestern noch verknospet war, nicht heute erblüht? Tausende Dinge sind heute Morgen anders, als sie gestern Morgen waren. Auch ich bin ein anderer. Auch du bist eine andere an jedem neuen Tag. Das ist einzigartig. Ich zeige dir mal was Besonderes. Lass uns beide auf Schatzsuche gehen. Ich kenne da ein Stück von der Wiese, wo es am Morgen unheimlich viele Diamanten gibt. Komm, folge mir. Wir müssen uns beeilen, denn die Sonne kommt gleich hoch. Lege dich auf die Wiese. Siehst du die Tautropfen an den Halmen? Schau nun durch die Tautropfen in die Sonne hinein. Bist du ein glücklicher Mensch? Und wann bist du glücklich? Glücklich bin ich, wenn ich die schönen Augenblicke meines Lebens erkenne, solange ich noch drinsteck. Wenn ich nicht auf Vergleiche oder Erinnerungen angewiesen bin. Warst du in der Heimat glücklicher als in der Fremde? Ich ging über die Heide meiner Heimat. Dort hingen meine Kindheit und meine Jugend in Fetzen. Damals war alles dumpf und ich spürte nicht, was das Leben mit mir wollte. Jetzt ahne ich's. Sollte ich nicht glücklicher sein? Das Land meiner Kindheit liegt nicht irgendwo, es liegt in mir. Niemand hat es mir genommen, nur der Weg dahin ist schwer zu finden. Manchmal denke ich, ich ziehe fort und versuche woanders glücklich zu werden, weil ich hier unglücklich bin. Es sieht nach Regen aus. Von den Wolken, die behäbig und breit daherfahren, haben wir nichts zu befürchten und zu erwarten, es sei denn, dass sie uns von Zeit zu Zeit das Sonnenlicht und das Mondlicht fernhalten. Von den Wolken, die sich rasch türmen, erhalten wir die reißenden, befruchtenden Gewitter. Mir fällt dazu diese kleine Geschichte ein. Es begann zu regnen und eine Mücke setzte sich auf die Unterseite eines Birkenblattes. Dort saß sie und es regnete den ganzen Nachmittag, die ganze Nacht und auch noch den halben Vormittag des nächsten Tages. In all der Zeit war die Unterseite des Birkenblattes die Heimat der Mücke. Und es war ein Glück für sie, dass kein Wind aufkam, der die Blattunterseite nach oben kehrte und die Mücke in den Regen und in den Tod trieb. Ja, das war das Glück der kleinen Mücke und es war vielleicht nicht geringer
als unser Glück manchmal. Wir kennen die Ursachen unseres Glückes, aber die unseres Unglücks nicht.